dass ich euch eine Zufügung gebe von dem, was ich schon erzählt habe. Wir haben ja über die Nachtreise gesprochen und über Al-Miraj. Und dort geschah eine Sache, die yani ajib ist. Ihr wisst, ich habe euch ja einiges erzählt in Medina und diejenigen, die mit mir Jabal Rahma waren, wie viel eine Person, die zum Islam konvertiert, aufgeben muss. Wie viel er opfern muss, was er abgeben muss. Und es gab Menschen vor uns, viele haben gesagt, boah, krass und hin und her. Es gab Menschen vor uns, die haben viel mehr aufgegeben in ihr Leben, damit die sagen, la ilaha illallah. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über alle Himmel emporgehoben ist, hat er einen Geruch wahrgenommen. Er fragte später Jibril alaihi salam, ich habe einen sehr, sehr schönen Geruch wahrgenommen. Von wem ist dieser Geruch? Dann hat Jibril alaihi salam gesagt, das ist der Geruch von der Kammerin. Der Kammerin von Pharaon, in Zeit von Musa alaihi salam. Der Pharaon damals, der Pharao, damals hatte er eine Kämmerin gehabt, sie war für seine Töchter zuständig. Und eines Abends kämmte sie die Haare seiner Tochter und der Kamm, mit dem sie kämmte, fiel runter. Dann wollte sie ihn aufheben und hatte gesagt, Bismillah. Dann sagte die Tochter von Pharaon, yani, Bismillah Abi, im Namen meines Vaters. Da hat sie gesagt, nein, im Namen des Herrn, meines Herrn und dein Herrn und den Herrn deines Vaters. Dann ist die Tochter direkt zum Pharaon gelaufen. Hat gesagt, die Kämmerin hat den Glauben von Musa genommen. Und Pharaon hatte den Glauben von Musa verboten gehabt. Als er das mitbekommen hat, der Pharao, der hat die Kämmerin zu sich geholt und ihre Kinder. Die hatte viele Kinder gehabt. Und unter den vielen Kindern hat die ein Baby gehabt. Dann hat der Pharaon eine Grube aufgemacht, hat da siedendes Öl reingetan, kochendes Öl, und hat die Kämmerin und ihre Kinder davor gestellt und hat ihr gesagt, dass sie die Religion von Musa ablassen soll. Und wenn sie es nicht ablässt, wirft sie und die Kinder da rein. Und er fing immer ein Kind nach dem nächsten reinzuwerfen. Und die Kämmerin sieht, wie ihre Kinder jetzt verbrennen, wie sie sterben. Bis sie nur noch da war und ihr Baby. Dann hat die Kämmerin das Baby in der Hand, steht davor und kriegt Sorge. Weil der Pharao sagt zu der, jetzt guck mal, wirf das Baby da rein. Du musst das Baby jetzt reinwerfen. Und die Kämmerin kriegt ihr Sorgen. Die denkt sich jetzt, du musst dir das mal vorstellen, die sieht einfach dieses ganze Öl und die muss da rein und alle sterben. Dann sagt er in diesem Moment, liebe Geschwister, es gibt hier zwei Babys, die gesprochen haben in ihrem Leben. In einer Zeit, wo Babys nicht sprechen. Einmal Isa a.s., was er gesagt hat, ich bin Diener Allahs. Und einmal das Baby der Kämmerin. Der zu ihr gesagt, gedulde dich, Mutter, wir sind auf der Wahrheit. Und sie warf dann das Baby rein. Dann hat sie zum Pharao gesagt, ich möchte mit meinen Kindern zusammen begraben werden. Du musst mir dieses Versprechen geben. Und sie warf sich rein. Und starb dabei. Diesen Geruch hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrgenommen. Und das ist ein Beweis, dass diese Frau und ihre Kinder im Paradies sind. Ihr seht, manche Menschen geben viel mehr auf, damals nur für La ilaha illallah. Sie hatten nichts. Musa kam und hat gesagt, betet keinen Götzen an, nicht den Pharaon anbeten, es gibt nur einen Gott. Betet den einen Herrn an. Für diesen Glauben hat diese Frau sich das Leben genommen am Ende. Man hat sie umgebracht dafür. Jetzt, liebe Geschwister, wenn ihr nach Hause geht und wir morgen verreisen und ihr seid in Deutschland, du bist vielleicht kurz davor, das Gebet zu verlassen. Oder du willst andere Taten verlassen, du willst das Kopftuch rausziehen, was auch immer. Ich frage dich, für was gibst du es auf? Hat man dich vor ein siedendes Öl gestellt mit deinen Kindern und hat man gesagt, ich werf dich da rein, wenn du den Islam nicht aufgibst? Hat man dir eine Pistole im Kopf gehalten und hat gesagt, ich werde dich erschießen, wenn du den Islam nicht aufgibst? Für was gibt ihr es auf? Wenn ihr nach Hause seid, für was, das, was ihr alles hier mitgenommen habt, Gebet, die sie euch beten gehen, Tawaf machen, tun und die Frauen bedecken sich, Alhamdulillah, alles das Schöne, ja, Alhamdulillah, das Gute. Lassen wir die paar negative Sachen raus, nur das Gute. Wenn ihr nach Deutschland geht, für was seid ihr bereit, das aufzugeben? Viele von uns für viel weniger. Menschen vor euch sind gestorben dafür. Wir haben nicht mal das Leben als wertvoll betrachtet gegenüber La ilaha illallah. Und das sind eigentlich meine Abschiedswörter zu euch. Gebt nicht in Deutschland eure Sachen auf, gebt nicht die Religion auf, haltet daran fest. Dann vielleicht werden wir auch von den Leuten des Paradieses und werden gute Gerüche haben im Paradies.
بإذن الله تعالى. طيب بارك الله فيك.